sagen wir es mal so, ich wurde angezeigt damals, musste dann zur Polizei eine Aussage machen, Anzeige wurde aber fallen gelassen. Ein Freund von mir war das, okay? Ein Freund von mir hat das gemacht und es kann sein, dass er sich rausgeredet hat, der Wichser. Okay, ja, nee, also ich erzähle jetzt einfach, okay, pass auf. Zwei Storys aus meiner Kindheit, okay? Wenn ich da jetzt noch belangt werde von mir, dann werde ich dafür belangt. Ist egal, ach, das juckt sowieso keinen, Bruder. Hört mir zu. Falls jetzt ein Polizist ist, ich war jung, okay? Also, pass auf. Ich damals mit, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube, ich war schon, kann sein, dass ich auch vielleicht sogar schon ein bisschen älter war, Digga. Sagen wir mal, ich rede jetzt, wir machen so, kurzer Rückzug. Ich erzähle euch jetzt die Story von einem Kollegen. Okay, der Kollege. Wir reden nicht über mich, über einen Kollegen. Also, pass auf. Also, mein Kollege, der Vollidiot, wollte sich eines Tages mit einem Kompagnon von ihm treffen, okay? Hat sich wieder ein Tengelmann abgespielt. Ich muss einer rauchen dazu, sonst fühle ich es nicht, Bruder. Moment. Ich muss einer rauchen. Wenn man über Kindheit redet, dann muss ich einer rauchen, Bruder. Wie alt war der Kollege? Der war so alt wie der andere Kollege. Ach, scheiß drauf. Ich, Kollege angerufen, okay? Komm, lass treffen bei Tengelmann. Er so, ja, okay, ich komm vorbei. Ich geh schon hin, Digga, hinspaziert. Hab halt gewartet vom Tengelmann, okay? Und ich warte, Digga, und ich warte, Digga, und ich warte. Und er kommt einfach nicht, Bruder. Er kommt nicht. Und es gibt wirklich wenig Dinge, die ich so sehr hasse, wie warten. So Langeweile. Vor allem damals war richtig schlimm bei mir. Ich konnte nicht warten, Digga. Richtig behinderte Story eigentlich, Digga. Dann bin ich in diesen Tengelmann reingegangen, okay? Weil mir einfach langweilig war. Ich wollte nicht mal was kaufen, ich wollte einfach nur ein bisschen, man kennt es doch aus Langeweile, man geht einfach rein in den Supermarkt, schaut ein bisschen rum, was so abgeht. Ich gehe durch diesen Tengelmann und er kommt nicht, Bruder, und 10 Minuten, 20 Minuten, er ist einfach nicht gekommen. Und irgendwann kam dann der Moment, als ich in die Getränkeabteilung gegangen bin, okay? Da geht jetzt alles los, Freunde, pass auf. Ich gehe in die Getränkeabteilung rein und auf einmal, ich sehe es vor mir, Bruder. Und wie gesagt, ich war da also maximal 14, Digga. Maximal 14. Und ich sehe diesen Kasten, Bruder. Wodka, Energy, schieß mich tot, Melone, Maracuja, Gurkensaft, Bruder. Alkohol. Und ich habe da noch nie Alkohol getrunken, Real Talk. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, noch nie. Und mir war so langweilig, Digga, dass ich irgendwie auf diese behinderte Idee gekommen bin, mir so ein Dings rauszunehmen, es aufzumachen, einen Schluck zu trinken und wieder zurückzustellen. Einfach, weil ich wissen wollte, wie Wodka schmeckt. Komplett lost damals, Digga. Komplett lost. Ich nehme die Flasche, Digga, nimm einen Sip. Komplett beschissen geschmeckt, Flasche zugemacht, wieder zurückgestellt, okay? So richtig behindert, Digga. Und dann kam der Kollege halt immer noch nicht. Ich bin wieder rumgelaufen wie ein Spaß. Und irgendwann kam der Kollege dann, okay? Er kam rein. Wir haben irgendwas gekauft, was weiß ich, irgendein Energy Drink oder so. Den durfte ich damals noch gar nicht kaufen, Digga. Irgendwas zu trinken, Kaugummi oder sowas. Kollege kommt, wir haben stehen an der Kasse mit Kaugummi, irgendwas zu trinken. Also alles legitim, Bruder. Ich zahle. Auf einmal will ich rausgehen. Ihr wisst, glaube ich, was es kommt. Ladendetektiv vor meinen Augen. Er stand hier, ich weiß nicht, aus welchem Loch der gekrochen ist, Bruder. Aus welcher Ecke der vor mich gesprungen ist. Er stand einfach vor mir, Digga, aus nichts. Der hatte Geist wie bei COD drin, Bruder. Den hat man nicht auf dem Radar gesehen. Retalk. Und er steht auf einmal vor mir und sagt: Ich werde die Worte nicht vergessen. Folgen Sie mir bitte einmal kurz in mein Büro. Ganz diskret, Bruder. Ganz diskret. Und ich wusste schon, was abgeht. Ich so, fuck. Der hat gesehen, dass ich an der Flasche genuckelt habe und die zurückgestellt habe. Ich dachte mir, fuck. Meine Eltern, die bringen mich um. Knast. Mein ganzes Leben ist am Arsch, dachte ich mir, Bruder. Da bin ich mit ihm ins Büro gegangen, Digga. So, das war auch sogar in diesem Getränkeraum. Das war so ein großer Getränkeraum. Und ich bin so reingegangen mit ihm. Und ohne, dass er irgendwas gesagt hat, ich Vollidiot, Digga. Ohne, dass er irgendwas gesagt hat, ich so, ich bin schuldig, ich hab aus dem Ding getrunken. Und er guckt mich so an. Also, was? Ich so, ja, ich hab mir die Flasche genommen, daraus getrunken und zurückgestellt. Dann er so, ich dachte, du hast was geklaut. Und ich saß da, Bruder, und ich hab mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Einfach, ich hab mich, damit ihr es versteht, ich hab mich einfach komplett selbst gefickt. Der hat es nicht mal gesehen, dass ich die Flasche daran genuckelt hab. Ich hab mich komplett selbst gefickt, Digga, aber komplett. Lost damals, wirklich lost, Digga. Ja, und dann meinte er so, ja toll, hab ich eigentlich gar nicht gesehen, aber gut, dass du mir gesagt hast, Ehrenwert, Mashallah, hier Unterschrift, Anzeige wegen Diebstahl, du hast jetzt ein Jahr lang Hausverbot. Und wirklich, das ist das, was mir am allermeisten wehgetan hat damals. Hausverbot bei Tengelmann, weil wir haben uns wirklich jeden Tag da getroffen, ich und meine Freunde, und haben uns irgendeine Scheiße gekauft, egal ob Kaugummi, egal ob man Kippen mal gekauft hat oder sowas, Digga. Also das war halt wirklich so, das war unser Sammelpunkt, Bruder, da waren wir jeden Tag. Und es war langweilig, lass vor Tengelmann treffen. Und es hat wehgetan, wirklich, es hat geschmerzt. Pass auf, geht aber noch weiter. Mein nächstes Problem waren meine Eltern. Wie erklärst du jetzt deinen Eltern, dass deren behindert, geistig zurückgebliebener Sohn
in Tengelmann reinläuft, aus einer Wodkaflasche nippt und die zurückstellt. Wie erklärst du das denn? Da kommst du nicht mehr raus, dachte ich mir. Eine Nacht geschlafen, paranoiaser Vater gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, pass auf, der Brief wird so oder so kommen. Der Brief von der Polizei, die Anzeige wird so oder so kommen. Waren deine Eltern schon mal vor? Waren die schon mal vor? Ich habe überlegt, Freunde. Ich habe Formeln aufgestellt. Mitternachtsformel, Digga. Satz des Pythagoras. Ich habe recherchiert. Ich habe mir Dokus angeschaut über Kriminelle, Digga. Und dann kam mir der Geistesblitz. Ich verkauf's einfach allen so, dass ich kleiner, dummer, hört mir zu, kleiner Dunger, dummer, naiver Junge, geht in den Supermarkt rein, sieht eine Flasche, die war ja bunt, okay? Ich habe doch keine Ahnung von Alkohol, Bruder. Wodka noch nie gehört. Die Flasche war bunt. Ich dachte mir so, okay, das ist Energy Drink. Dieser kleine, naive Junge geht rein, holt sich die Flasche, hat aber so Durst, dass er schon mal, kennst doch, man hat Durst, dass man schon auf dem Weg zur Kasse ein Schlückchen nimmt. Dieser kleine, dumme, naive Junge hat dann gecheckt, oh, schmeckt aber nicht nach Energy. Der schmeckt nach Alkohol. Holt mir die Leute ran, Digga. Wer soll schlauer sein als ich, Bruder? Wer? Ich zu meiner Mutter gerannt. Ich, Mama, ich muss dir was sagen. Die so, was hast du angestellt, mein Kind? Ich so, Mama, setz dich hin, es wird böse. Ich so, ja, ich bin in Tengelmann reingegangen. Ich habe so Durst gehabt. Ich habe da so eine bunte Flasche gesehen und habe ich getrunken und habe ich geschmeckt, dass da Alkohol ist. Ich war nervös. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich war mit dem Rücken zur Wand. Und ich konnte es ja nicht kaufen. Ich darf ja nicht, ich war ja nicht mal 16, Digga. Ich war nicht 18. Und ich dachte mir so, fuck, du hast jetzt schon getrunken. Was machst du jetzt, Bruder? Du kannst das Ding nicht kaufen. Und ich habe Angst bekommen, Paranoia, völlig legitim. Und dann ich so, ja, Mama, ich habe getrunken, Alkohol war drin. Ich habe es zurückgestellt, ich habe Angst bekommen, Panik. Und das hat der Detektiv natürlich gesehen, habe ich gesagt. Jetzt sind wir da in der Misere, Mama. Was, wie machen wir jetzt weiter? Ich hoffe, meine Eltern werden das jetzt hier niemals erfahren, Bruder, was ich gerade erzähle. Ja, ich meiner Mama erklärt, die hat's mir geglaubt, Freunde. War aber auch gut erzählt. Ich hab's gut rübergebracht. Sie hat's geglaubt. Sie so, ja, okay, mein Kind, mach dir nichts raus, da kommen wir schon wieder raus. Ich so, okay, Mama, ich vertraue dir. Dann, irgendwann mal kam der Tag, Bruder, als das Schreiben von der Polizei gekommen ist. Anzeige wegen Diebstahl, Zeugenaussage. Ich muss zur Polizei. Muss zur Polizei. Mit 13, Bruder. Da schiebst du dir Paranoia seinem Vater. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, Digga. Da schiebst du dir Paranoia seinem Vater. Ich zur Polizei gegangen. Und es könnte sein, dass ich der Polizei eventuell vielleicht ähnliche Sachen gesagt habe wie meiner Mama. Vielleicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, Anzeige wurde fallen gelassen. Und auf den Genuss, Digga, mache ich mir jetzt erstmal was zu trinken auf. So. Weil das ist nämlich die Gewinner-Capri-Sonne. Wilde Geschichte, oder? Zu wild.